Hallo und willkommen auf meinem Videokanal bei Rüdiger Jansson. Heute möchte ich einmal ganz unvorbereitet einfach so mal wieder reden über ein Thema, das uns seit Tausenden von Jahren beschäftigt. Ich habe ja gesagt, ich möchte mal mit der Bibel etwas langsam machen. Aber es steht tatsächlich schon in der Bibel, es gibt immer das Gerede mit Reich und Arm. Es heißt immer, die Reichen, die Oberen, die häufen und raffen das ganze Geld für sich alleine. Und die Unteren, die haben nichts mehr. Natürlich ist da irgendwo etwas dran, so wie eine Grenze überschritten wird mit Zinsen und Zinseszinsen und die Kinder von denen und die Enkel, die brauchen nie mehr im Leben was zu arbeiten. Und da gibt es dieses wunderbare Gleichnis, wenn in der Zeit von Jesus jemand ein paar Cent angespart hätte, dem würde heute die Erde von den Zinsen und Zinseszinsen so schon zwei- oder dreimal gehören. Also das funktioniert natürlich auch aber nicht. Aber es gibt da noch ein anderes Thema. Wir dürfen uns nicht nur über diese sogenannten Reichen aufregen, denn ohne die wären wir nicht da, wo wir heute sind. Rockefeller war ein Ausbeuter natürlich. Vanderbilt, wie die alle hießen, im 19. Jahrhundert. Aber die haben etwas aufgebaut. Ja, das muss man auch sehen. Und jetzt kommt die andere Seite. Und die macht mir mindestens genauso viel Sorgen, wenn nicht mehr. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Leute, die absolut gar nichts auf die Reihe kriegen, die eigentlich auch gar nicht wollen. Also da kann man der Zeit die Schuld geben. Man kann sagen, es gibt keine Ausbildungsstellen, es gibt keine Lehrstellen, es gibt keine Arbeit, es gibt diese armen Leute, die sind auf sich selbst und auf Almosen angewiesen und auf die Tafel und ich weiß nicht was. Das mag bei verschiedenen Leuten, bei Rentnern, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann am Ende, wo die Rente nicht reicht, natürlich stimmen, aber die meisten, wenn ich sehe, wie junge Leute mit solchen Argumenten kommen, ja, da verstehe ich also wirklich die Welt nicht mehr. Und dann sehe ich, die wollen alles haben, die neuesten Handys, die neuesten Fernseher, die, alles muss stimmen, alles muss passen, weil dieser Luxus von Kindheit an irgendwo von der Werbung schon antrainiert wurde im Fernsehen, dann hat man diese Leute schon mit einem Luxus aufwachsen lassen. Aber um im Leben etwas zu erreichen, da muss ich auch was tun. Wir hatten damals, wie ich schon sagte, einmal, ich bin 1963 in die Schule gekommen, da wurde von der Schulbeginn vom Frühjahr auf den Herbst umgestellt und in dieser Zeit gab es zwei Kurzschuljahre, um diese Umstellung möglich zu machen. Das heißt, als ich 13 Jahre alt war, musste ich mir überlegen, wie es nun weitergeht. Ich komme aus einer Bergarbeitersiedlung. Und damals war es so, dass wir uns an den nächstälteren Kameraden orientierten. Und in dieser Bergarbeitersiedlung, da waren halt viele in der Ausbildungsstelle, die die Saarbergwerke und die Deutsche Steinkohle AG, wie es später hieß, halt anbot. Da waren damals über 400 Jugendliche in der Lehrwerkstatt. Und die meisten Leute hatten sich dort beworben, um einen Beruf zu lernen wie Elektriker, Dreher, Schlosser.
Fernmeldemechaniker oder irgendeinen Bürojob, was man konnte dort wirklich alles lernen. Da konnte man sich in frühen Jahren schon mal orientieren, aber im Grunde genommen mit 14 Jahren. Ich war also gerade mal 14. Da musste man, meine Kameraden und ich, wir mussten uns überlegen, wir mussten eine Bewerbung schreiben und das Ganze in die Wege leiten. Wir mussten uns zur Prüfung stellen und dann hoffen, dass man halt mit 14 Jahren eine Lehrstelle bekommt. Im Grunde genommen waren wir alle noch viel zu jung dafür. Die Alternative wäre gewesen, eine weiter auf eine Schule zu gehen. Die Möglichkeit hätte man auch gehabt. Aber die meisten von uns haben dann eine Lehre gemacht. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, damals kam überhaupt keiner auf die Idee zu sagen, ach, ich spiele mal lieber mit meinem Handy und fange irgendwelche Pokémons. Wir werden abgelenkt ohne Ende und die Realität bleibt irgendwo hinten anstehen. Für uns war es ganz klar, entweder weiter auf die Schule zu gehen. Ich hatte dann auch diese Idee gehabt zu Hause, wir hatten das besprochen, in der Richtung weiterzumachen. Auf jeden Fall ging es bei mir und bei meinen Kameraden weiter. Nach der Schule sofort eine Lehrstelle oder weiter auf eine Schule zu gehen. Und das war damals bei jedem so. Wir hatten nicht die Idee, irgendwie Pokémons mit dem Handy fangen zu gehen. Und so ist es heute, dass viele, ich meine, ich war noch keine 15. Da hatte ich eine Lehre begonnen. Eine Lehre, eine Ausbildungsstelle bekommen. Andere haben heute mit 25 Jahren noch keinen Plan. Da wollen die eine Wohnung, heiraten, setzen Kinder in die Welt und haben noch keinen Plan, wie es überhaupt weitergehen soll. Und dann werden ständig die Eltern angebaggert. Du, ich habe nichts, können wir kaufen gehen? Kannst du mir mal leihen? Ja, also was da zum Teil heranwächst, zum Teil, das ist eine absolute, sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, aber ich sag's, es ist eine absolute Versagergeneration, eine Versagergeneration, die teilweise heranwächst, die nichts, aber auch nichts auf die Reihe bekommen, gar nichts, die auch nicht bereit sind, einen Job anzunehmen. Teilweise denken sie sogar, der Job wäre unter ihrer Würde. Natürlich unter ihrer Würde, ja. Als ich zum ersten Mal auch nach Untertage fahren musste, um auch das einmal lernen zu können. Dort, wo die Kohle abgebaut wird, wie das funktioniert, wie das gemacht wird, das mussten wir auch machen, obwohl das ja nicht in meiner Zukunftsplanung verankert war. Da konnten wir auch nicht sagen, nee, das passt mir jetzt nicht, das ist unter meiner Würde, ich gehe nicht dorthin und mach das. Wir haben das machen müssen und wir haben das auch gemacht. Und wir waren auch bereit dazu. Und ich weiß jemand, einen von meiner Verwandtschaft, der promoviert hat, der in seiner Ausbildungszeit ein Praktikum unter Tage gemacht hat, auch dort, wo die Kohle gemacht wird. Die waren sich dafür nicht zu fein. Die haben das gemacht. Also auf der einen Seite schimpfen wir über diese superreichen Leute, aber die haben was auf die Reihe bekommen, die haben etwas gemacht in der Gesellschaft. Das muss man auch irgendwo sehen.
Natürlich geht das mit dem Reichtum und immer wieder höher, immer wieder mehr Geld. Irgendwann muss da mal Schluss sein. Das ist richtig. Diese Milliarden und Milliarden und nochmal Milliarden, die die scheffeln, das ist auch ein Elend, das gebremst werden muss. Aber ein noch größeres Elend ist zum Teil eine Versagergeneration, die von unten heranwächst. Zum Teil eine religiöse Wahnsinnsgeneration, die am Rad dreht, die uns beeinflusst. Dann gibt es noch diese Verbrecherclans, diese Familien, Organisationen, die auf übelste Art und Weise superreich werden, die sich an kein Gesetz halten. Das gibt es alles. Und in der Mitte, wie ich ja schon mal sagte, sind dann ein paar Leute, die eine Gesellschaft hochhalten. Wie ich ja schon mal sagte, umgeben von Idioten. Wir sehen aber nur die von oben, die Reichen, das sind die Bösen, das sind die ganz Bösen, die ganz Schlechten. Wie ich aber schon mal sagte, jemand hat einmal ein Zitat gesagt, das ich wortwörtlich nicht erwähnen kann, weil es geht hier nicht, aber so ungefähr, um es milde auszudrücken, milde, hat sie gesagt, die Männer können so doof sein, wie sie wollen, aber das eine können sie alle. Und das trifft ja nicht nur die Männer, das trifft ja auch die Frau, die das gesagt hat, das trifft sie ja selbst genauso. Also wie man das macht, dafür kann man so doof sein, wie man will. Man kann ein absoluter Versager sein. Ja, das kann man machen, das kann jeder. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass jede Generation irgendwo ihre, seit Jahrtausenden schon, ihre durchschnittliche Intelligenzquotient hat. Ja, man kann die Menschen mal zusammenzählen und den Durchschnittsintelligenzquotient ausrechnen. Das wäre ja mal ganz interessant, was dabei herauskäme. Und wenn jetzt in der Zukunft immer mehr und das ist ja wie beim Schachbrett, die Geschichte mit dem Schachbrett, auf das eine Feld legt man ein Maiskorn, auf das andere zwei, auf das andere vier. Ja, und er wollte nur so viel haben, wie auf das Schachbrett passt, wenn er das immer verdoppelt. Also 8, ja, 16, 32, 64, 128 und dann multipliziert sich das immer weiter und 246 und. Und am Ende hatte der König nicht genug Weizen, um diesen Mann zu bezahlen. Und wenn wir jetzt diese Generation, die eine absolute Versagergeneration ist, teilweise multiplizieren, dann weiß ich nicht, wo die Zukunft hingeht. Da kann aber jeder selbst was machen. Man kann sich verdammt nochmal auf den Hintern setzen und einfach mal etwas versuchen, etwas auf die Reihe zu bekommen. Ja, schnell zu Hause ausziehen, eine Wohnung nehmen, die Bank gibt ja Geld, heiraten, ein Kind in die Welt setzen und dann noch nichts auf die Reihe bekommen. Nichts. Aber dann schimpfen auf Leute, die zwar reich sind, die aber Hotels gebaut haben, die Firmen gebaut haben, die ein Imperium errichtet haben. Ja, Leute, jetzt, die haben aber was gemacht. Das einzige, wie ich schon sagte, Problem ist, dass diese Leute nach oben keine Grenze kennen. Aber die anderen Leute kennen nach unten auch keine Grenze. Einfach mal schön gelebt, Hartz IV beantragen und dann sich aufregen über irgendeinen Özil, der ist Fußballer, jeder schreibt darüber. Ich weiß gar nicht, wer das ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Das sind Themen wirklich, die eigentlich
keinen Mensch eigentlich interessieren sollten. Es gibt wichtigere Themen. Wenn das so weitergeht, ja, wie das jetzt der Fall ist, da muss ich ehrlich sagen, dieses Schimpfen auf die Reichen oben, das ist eine ziemlich einseitige Sache. Man könnte genauso schimpfen auf die anderen unten, die noch keine 30 sind und absolut keinen Plan haben, wie es weitergehen soll. Und dazwischen sind ein paar junge Leute, die sehr intelligent sind, eine neue Generation, die heranwächst, die wirklich was auf dem Kasten haben, ja, die richtig gut sind. Aber ob das genügt, denn Kinder machen kann jeder. Das mag jetzt hart klingen, ja. Aber wenn man selbst nichts in seinem Leben auf die Reihe bekommen hat und die Kinder wachsen heran, die orientieren sich immer an ihren Eltern. Wenn die Eltern schon nichts auf die Reihe kriegen, bis sie 40 und 50 sind, ihr könnt sicher sein, dass ein Großteil der Kinder auch nichts auf die Reihe bekommt später, weil die sich an den Eltern orientieren. Mein Vater hat Schreiner gelernt und hat auf der Kokerei als Kokereiarbeiter gearbeitet, ein Leben lang. Der hat für seine Familie ein Leben lang gesorgt. Wir waren nie reich, aber es war immer etwas unter Tannenbaum und wir hatten immer zu essen und es ging uns gut. Er hat für seine Familie gesorgt und so waren schon unsere Vorfahren alle. Das waren alles fleißige Leute, die irgendwo wirklich gearbeitet haben. Und das habe ich gemerkt, das haben meine Geschwister gemerkt. Und auch meine Kinder haben das bei uns mitbekommen. Da muss man einfach mal sich hinsetzen und überlegen, jeder Mensch muss in dieser Gesellschaft etwas tun. Wenn ich nur erwarte, dass die Gesellschaft für mich etwas tut, ja, Entschuldigung, wenn ich etwas haben will, muss ich auch etwas geben. Ist das so schwer zu verstehen? Bis zum nächsten Mal.